Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über das Open-Source-Spiel Mindtest. Heute werde ich zeigen, wie sehr schnell und einfach ein Multiplayer-Server im lokalen Netzwerk eingerichtet werden kann. Als erstes muss ich die IP-Adresse des Computers herausfinden, auf dem ich den Server betreiben möchte. Unter Windows drücke ich dazu gleichzeitig die Windows-Taste und R. In dem darauf erscheinenden Ausführen-Fenster gebe ich CMD ein und drücke Enter. Dann gebe ich ipconfig ein. In der darauf erscheinenden Aufstellung suche ich die lokale IP-Adresse und notiere sie mir. Nun kann ich meinen Test starten. Im Menü oben wähle ich Spiel starten aus. Ich kann eine bestehende Welt für den Server nutzen oder eine neue anlegen. Ich lege eine neue Welt an und kann hier wie beim Singleplayer-Spiel einstellen, wie diese Welt aufgebaut werden soll. Die Welt wird erstellt. Nun kann ich noch unter Konfigurieren Modifikationen, also Mods, zu meiner Welt hinzufügen. Über die Schaltfläche Mehr Mods finden kann ich sehr komfortabel neue Mods installieren. Alle öffentlichen Server sind, je nach Ausrichtung, mit mehreren Mods ausgestattet. Die Spielerinnen und Spieler müssen diese Mods nicht installieren, sie werden beim Anmelden auf dem Server mitgeladen. Für diese Demonstration werde ich aber keine Mod installieren und kehre zurück zum Hauptmenü. Als Serverbetreiber kann ich entscheiden, ob ich ein Survival-Spiel anbieten möchte, in dem die Spielerinnen Schaden erleiden können, oder ein Kreativspiel, in dem von Anfang an alle Blöcke zur Verfügung stehen. Ich wähle hier Kreativmodus aus und dann Server hosten. Nun erscheint die Option, den Server anzukündigen. Weil es ein lokaler Server ist, brauche ich das nicht. Ich muss noch einen Benutzernamen und ein Passwort auswählen und klicke dann rechts unten auf Spiel hosten. Das Spiel öffnet sich und ich stehe nun in meiner neu generierten Welt. Um das Spielgeschehen besser kontrollieren zu können, verleihe ich mir zunächst alle Privilegien, also Handlungsmöglichkeiten auf dem Server. Dazu öffne ich mit T das Chatfenster, gebe Slash ein und dann Grant Me All. Nun habe ich alle Privilegien, kann etwa die Zeit anhalten, mich oder andere Spieler und Spielerinnen teleportieren oder Spielerinnen Privilegien zuweisen und abnehmen. Eine Liste aller Befehle kann ich aufrufen, indem ich im Chatfenster /help eingebe. Um den Server zu testen, melde ich mich nun als Spieler noch einmal an. Dazu öffne ich einfach meinen Test ein zweites Mal. Diesmal wähle ich Spiel beitreten und gebe rechts oben die IP-Adresse an, die ich mir zunächst notiert habe. Dann wähle ich einen Namen und ein Passwort und klicke auf Verbinden. Da ich mich zum ersten Mal auf diesem Server einlogge, muss ich mein Passwort noch einmal eingeben. Dann wird ein Benutzerkonto angelegt. Nun lande ich im Spiel und sehe auch die Spielfigur des Serverbetreibers. Als Betreiber des Servers mit entsprechenden Privilegien kann ich Spielerkonten und Passwörter auch über die Konsole anlegen. Ich wechsle wieder zum Fenster des Serverbetreibers, öffne den Chat und gebe /setpassword, dann den gewünschten Spielernamen und das gewünschte Passwort ein. Nun wähle ich mich über mein Smartphone mit diesem neu erstellten Spielernamen ein. Ja, und nun erscheint auch schon die dritte Spielfigur. Die Spielerverwaltung über die Konsole ist bei vielen Spielenden recht mühsam, sie kann durch entsprechende Mods vereinfacht werden. Die beschriebene Methode der Servererstellung eignet sich für LAN-Partys, für Projekte in Schule oder Jugendzentrum, allerdings nicht für dauerhaft laufenden Serverbetrieb. Dazu muss ein dedizierter Server eingerichtet werden, der auf einem eigenen Gerät betrieben oder angemietet werden kann. Anleitungen dazu gibt es im Mindtest-Wiki oder auf dem Blog des Mindtest-Bildungsnetzwerks.
Die Links dazu sind in den Videoinformationen zu finden. Richtig viele Möglichkeiten im Einzel- oder Multiplayer bietet Mindtest erst, wenn einige Mods installiert sind. Wie das funktioniert, werde ich im nächsten Video zeigen.